Ja, willkommen zu meinem mehrteiligen Trainingsprogramm. Wie trainiere ich von zu Hause aus mit Alltagsgeräten oder mit Alltagsgegenständen, um genau zu sein? Und ich habe jetzt überlegt, wie trainiere ich den Trizeps? Das ist der hier, der Muskel hier hinten, der hintere Armmuskel. Und wie jeder weiß, schlappert man schon so ein bisschen und so. Das ist natürlich ganz schön, deswegen trainiere ich den halt regelmäßig, weil beim Tanzen hat man die Arme halt auch offen und da sieht es nicht besonders schön aus. Und ja, wie trainiere ich ihn von zu Hause aus? Relativ simpel, ich habe zwei Stühle, die stelle ich gegeneinander, also gegenüber, und schaue, dass ich da genau raufpasse. Schaut mal, hier, ich stelle meine Füße hier rauf, sodass ich runterkommen kann. Und dann müsst ihr gucken, dass euer Po halt frei ist, dass ihr runtergehen könnt. Und dann komme ich bis zur Hälfte runter, bis auch so, bis so ein Winkel ergibt im Arm, und drücke mich wieder hoch. Das ist eine relativ schwierige Bewegung, ich mache das 20 Mal am Stück, aber für eine Frau, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, ne? Da muss man schon eine starke Frau sein. Aber man kann es probieren. Mindestens 7-8 Stück sollte man schon probieren hinzukriegen. Und das macht ihr jetzt so durchgehend, so viel ihr schafft. Ich mache jetzt mal 10 Stück. Ja, ihr könnt die Beine auch so überschlagen und anwinkeln oder offen lassen. Ja. So, und ihr müsst probieren, am Ende nicht komplett durchzudrücken, weil das ist nicht besonders gut für den Knochen und hier vor der Ellbogen. Ich komme runter und komme hoch und bin noch ein bisschen angewinkelt, nicht ganz durchdrücken. So, das ist mein Tipp für euch. Und das wiederhole ich auch so 3-mal mache ich das, wenn es hochkommt, vielleicht 4-5 Mal, je nachdem wie viel Ausdauer ihr habt, je nachdem wie viel ihr den Muskel trainieren wollt. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonniert meinen Kanal und im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr von zu Hause aus den Bizeps trainieren könnt.